Not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat August. Und ich musste lachen. Ihr seht ja immer nur so einen ganz kleinen Teilausschnitt von meinem Zimmer hier. Und es sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Das ist so das einzige Viereck, was gerade nicht total chaotisch ist, weil ich für den Urlaub packe. Und ich hasse Packen. Und ja, fangen wir einfach gleich mal an. Dieser Monat war wirklich sehr, sehr lesereich. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich sollte ja eigentlich eine Hausarbeit schreiben. Hat wunderbar geklappt. Egal. Fangen wir an mit dem ersten Buch, was ich diesen Monat gelesen habe. Und zwar ist das Radioactive von Maya Shepard. Das ist eine Dystopie aus deutschsprachigem Raum. Und die Buchvorstellung dazu werde ich euch gerne in der Infobox verlinken. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich habe ihm knappe 4 Sterne gegeben. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen 3 und 4, habe mich aber letztendlich für 4 entschieden, weil es so ein bisschen was anderes war und es einfach echt toll geschrieben war, dafür auch, dass es deutsch ist. Man hat nicht so gemerkt, dass ein deutscher Autor dahinter steckt, was mir echt gut gefällt, weil ich bin halt von meinem Hirn auch schon so total gepolt auf amerikanisch lesen und bla. Auf jeden Fall geht es hier um, ja, E518, so heißt unsere Protagonistin. Und das sagt schon ziemlich viel darüber aus, in welcher Welt sie lebt. Denn es gibt dort keine Namen, sondern nur Nummern und Bezeichnungen und Buchstaben, die den Rang sozusagen beschreiben, in dem man halt arbeitet. Und ja, unsere Protagonistin lebt hier sehr behütet, sehr kontrolliert in, ich habe vergessen, wie das heißt. Ja, in einer Legion, glaube ich. Oh Gott, bei sowas bin ich echt schlecht. Wenn man so viel Dystopien liest, dann vergisst man das wieder. Auf jeden Fall lebt sie halt so abgeschottet. Und denn nach dem Dritten Weltkrieg gab es einige Atombomben und draußen in der Welt ist alles radioaktiv verstrahlt. Deswegen haben sich die Menschen geflüchtet. Und halt, um zu überleben, müssen sie sich an bestimmte Normen halten und halt die Kontrolle anderen überlassen, damit es halt keine Unruhen gibt. Und letztendlich kommt es dazu, dass unsere Protagonistin durch Rebellen entführt wird und halt auch so nach draußen gelangt und vielleicht feststellen muss, dass das alles gar nicht so stimmt, was sie in den letzten Jahren so erlebt hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, ein Auftrag einer Tetralogie, und schaut es euch gerne an. Links findet ihr in der Infobox, genauso wie zu der Buchvorstellung, falls ihr da nochmal mehr wissen möchtet. Dann ein Buch, was ich eigentlich jetzt nur hier so der Vollständigkeit halber zeige, weil ich es weder bei Goodreads drin hatte noch bewertet habe, aber ich habe es halt rezensiert diesen Monat und ich habe es auch diesen Monat beendet. Von daher, angstfrei durch Selbsthypnose, habt ihr im letzten Neuzugänge gesehen vom letzten Monat und vielleicht habt ihr auch das Video dazu gesehen. Ich habe extra noch nicht Buchvorstellung drüber geschrieben. Ich werde euch das trotzdem in der Infobox verlinken. Hier geht es halt darum, Selbsthypnose sich selbst beizubringen und halt ein bisschen darüber zu erfahren. Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich, aber wie gesagt, keine Sternbewertung oder so. Es ist auch einfach nur der Vollständigkeit halber. Dann hatten wir ein Subvoting diesen Monat und ihr habt abgestimmt für Mystic City, was ich letztendlich auch gelesen habe und diesem Buch sehr, sehr gute 4 Sterne gegeben habe. Auch dieses Video in der Infobox. Hier geht es um Aria, die auch in der Zukunft lebt, im zukünftigen New York und dort, ja, ihr Gedächtnis verloren hat und sie jetzt zu dem Zeitpunkt wieder in, also wir treten in die Geschichte ein zu dem Zeitpunkt nach dem Gedächtnisverlust, und Aria steht kurz vor einer Hochzeit, und zwar der Hochzeit mit dem absoluten Erzfeind der ihrer Familie, und zwar dem der Familie Foster und die Familie Rose. Die sind sozusagen zwei verfeindete Clans, die über New York herrschen, und Aria hat sich anscheinend in den Sohn dieser Familie verliebt und die beiden sind verlobt und wollten durchbrennen, und die Familien haben davon Wind bekommen und gesagt, zum Wohle der Kinder werden wir unser Kriegsbeil begraben. Und ja, wir steigen in die Geschichte ein. Aria ist verlobt mit besagtem Jungen, kann sich allerdings überhaupt nicht mehr daran erinnern, was schon sehr komisch ist, weil normalerweise, wenn man die Liebe seines Lebens trifft, dann sollte man die so schnell halt nun mal nicht vergessen. Ja, drumherum in der Geschichte ist es halt so, dass wir nicht nur einen dystopischen Charakter haben, sondern dass wir hier auch noch Fantasy-Elemente reinbekommen durch besagte Mystiker, deswegen auch Mystic City, die mystische Kräfte haben, allerdings von der Regierung unterdrückt werden, da die Menschen Angst vor diesen mystischen Kräften haben. Und auch dort gibt es Unruhen unter den Mystikern und der armen Schicht. So, das mal als kurze Zusammenfassung. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Link dazu in der Infobox. So, dann habe ich gelesen, nach langem, langen Hin und Her, ich habe das Buch
Seit letztem Herbst wollte ich es haben, da sollte es erscheinen. Es wurde dann nach hinten verlegt in den Mai 2014. Ich es mir letztendlich auch gekauft habe, aber dann habe ich mich nicht getraut, es zu lesen, weil damit die Trilogie beendet wäre und ich habe mich einfach nicht getraut. Und ja, letztendlich habe ich es jetzt doch gewagt und es beendet. Und zwar rede ich von Ewiglich die Liebe, der dritte und letzte Teil der Ewiglich-Trilogie. Ja, und ich muss sagen, ich war echt enttäuscht. Also ich fand, es hat sich ziemlich hingezogen. Es war sehr, sehr absehbar. Ich fand auch, die Charaktere haben super nachgelassen in diesem Teil. Also ich fand den ersten echt gut und ich fand den zweiten sogar teilweise noch einen Ticken besser als den ersten, weil es super spannend war. Aber hier, oh, das hat sich echt dahin gezerrt und das hat sich so gedehnt einfach die Story, wo du dachtest, jetzt kommt aber mal ein Quark, Leute, jetzt geht's aber mal los, weil als der zweite Teil hat echt mit mega Cliffhanger aufgehört und du dachtest so, oh, jetzt im dritten, da geht's richtig ab. Und ja, das hat sich halt sehr hingezogen, bis wir tatsächlich den Höhepunkt erreicht haben, war schon fast das ganze Buch gelaufen und dann dieses Finale, dieser riesengroße Boom, den man dann hier erwartet, wird innerhalb weniger Seiten abgekürzt und das war so schade und es war auch, wurde dem Buch einfach nicht gerecht. Es war kein guter Abschluss dafür, weil das von der Geschichte her, vom Potenzial her ja auch wunderbar war und das Ende ist in Ordnung. Man hat damit gerechnet und es ist in Ordnung gewesen, also ich bin damit klargekommen, ich habe es schon ziemlich erwartet, aber einfach der Aufbau von dem Buch, man hätte halt das, was am Ende passiert, dieses Finale, dieser Boom am Ende, der hätte mehr vom Buch ausmachen müssen, als dieses ganze Vorgeplänkel und das fand ich doch sehr, sehr schade und deswegen hat es nur 3 Sterne bekommen, die anderen beiden haben nämlich, glaube ich, 4 von mir bekommen. Deswegen sehr, sehr schade, dass das Buch so aufgehört hat. Aber trotzdem finde ich, ist es eine tolle Trilogie. Ich würde sie trotzdem empfehlen. Und ich glaube, zum ersten Teil gibt es auch eine Buchvorstellung von mir. Schaut einfach in die Infobox. Ich weiß, das machen irgendwie selten Leute, mal in die Infobox schauen. Aber ich pflege meine Infobox. Wirklich, wenn es irgendwelche Links gibt, dann findet ihr sie da. Und vielleicht schaut ihr einfach mal rein. Und dann seht ihr das, ob da was ist oder nicht. So, dann habe ich als nächstes gelesen, habe ich auch eine Reihe weitergelesen, die ich allerdings schon mal... Oh Gott, und hier meine Haare, die plustern sich gerade so auf. Puh, wie so ein V. Auf jeden Fall habe ich eine Reihe weitergelesen, die ich jetzt schon zum zweiten Mal lese. Und ich habe im Dezember damit angefangen, sie zu rereaden, wie man ja so denglisch schön sagt. Und zwar rede ich von Vampire Academy Blutschwur. Das ist der 4. Band und ich liebe ja die Vampire Academy Reihe. Also wenn ihr irgendwie schon mal ein Video von mir gesehen habt, habt ihr das sicherlich schon mitbekommen. Und das ist sogar auch der Lieblingsteil von mir und dieser ganzen Reihe. Und oh, ich liebe ihn einfach. Ich finde diesen Band so... Oh Gott, so, so toll. Und es war auf jeden Fall mein Monatshighlight, hat nämlich 5 Sterne von mir bekommen. Ich finde es einfach so toll. Ich liebe Rose und ich liebe Adrian und ich liebe Dimitri und ich liebe die Vampire Academy und ich liebe einfach alles, was damit zu tun hat. Und es ist einfach so cool, weil das halt jetzt hier in dem Band auch nicht an der Schule direkt spielt, an der Academy. Und und das ist so toll und es taucht hier auch noch Sydney auf. Ein Charakter, den ich super, super ins Herz geschlossen habe und einfach total lustig und cool finde. Und ach ja, einfach, das ist so ein toller Band. Und Leute, wenn ihr diese Reihe noch nicht kennt und irgendwie gerne Vampire oder ja, nicht mal so, ja, es ist nicht so eine Vampirschnulz oder so. Es ist einfach ganz, ganz anders und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil diese Reihe nicht genug Beachtung bekommt. Und solltet ihr diesen Film gesehen haben und danach gedacht haben, was ist das für ein Scheiß, schaut euch die Bücher an. Der Film wird dem einfach überhaupt nicht gerecht. Und ja, mein Lieblingsband. Und ich freue mich dann demnächst dann mit Band 5 weiterzumachen. Ja, dieses Buch habe ich noch gelesen. Und dann habe ich mit der Jessie zusammen, oder wollte ich mit der Jessie zusammen von Shooky Books, ein Buch lesen. Das hatten wir schon ausgemacht, ich glaube... Das meine ich, war schon im Juni oder Juli. Also es ist schon etwas länger her und wir dann letztendlich gesagt haben, okay, im August lesen wir es dann zusammen. Und zwar Timeless von Alexandra Monier. Sie war dann wesentlich früher fertig als ich, weil ich so lahmartig war. Aber na gut, wir haben zusammen gestartet. Und das Buch hat auf jeden Fall eine Buchvorstellung auf meinem Kanal gefunden und die ist nicht so positiv, denn dieses Buch hat nur 2 Sterne von mir bekommen. Mir hat es echt gar nicht gefallen. Also ich war voll enttäuscht davon. Ich dachte, wow, cool, eine Zeitreisegeschichte und dann verliebt sie sich auf dieser Zeitreise und ach, es wird einfach nur wunderschön und
überhaupt nicht. Ich fand das Buch mega ätzend. Ich mochte den Stil der Autorin nicht, dass wir halt, oh Mann, es tut mir leid, ich muss aber die ganze Zeit im Display sehen, wie schrecklich meine Haare hier so rumflusen. Also auf jeden Fall geht es um Michelle Windsor, die nach dem Tod ihrer Mutter zu ihren Großeltern zieht, mit denen sie eigentlich noch nie Kontakt hatte und jetzt hier in einer völlig fremden Welt für sie sozusagen landet. Denn sie hat mit ihrer Mutter in ganz normalen Verhältnissen gelebt. Ihre Großeltern allerdings sind stinkreich und gehören sozusagen zur Upper Class von New York. Und das ist ein ganz anderes Leben, an das sie sich da gewöhnen muss. Und zudem kommt halt noch, dass Michelle von ihrer Vorfahrin ein Tagebuch findet und in die Zeit reist, in der dieses Tagebuch geschrieben wurde. Und ja, dort halt auch noch einen jungen Mann kennenlernt. Und eigentlich klingt das ja wirklich wunderbar. Allerdings, wie gesagt, der Stil hat mir nicht gefallen, dass es halt in der dritten Person geschrieben war, was mich normalerweise nicht so stört. Aber hier ist es mir sehr aufgefallen, dass ich es relativ unpersönlich fand. Und Michelle hat total komisch reagiert. Auch auf die Zeitreise an sich hat sie sehr, sehr komisch reagiert. Das ist zumindest nicht normal. Also für sie war das so, ja, ich hatte in der Zeit gereist, okay. Ja, normale Reaktion. Wenn ich jetzt 1910 aufwache, wäre auch so, ach cool, Tschakka, los, auf geht's und machen die Börse ein paar Aktien kaufen oder was. Also, keine Ahnung, es ist irgendwie, naja, ich habe mich in der Buchvorstellung total drüber aufgekotzt und wenn ihr das sehen wollt, guckt in die Infobox. Für mich auf jeden Fall keine Empfehlung und ich werde es ziemlich sicher auch nicht weiterlesen, denn ich mir schon ziemlich sicher bin, wie es weitergeht und mir eine Abonnentin auch schon so diesen Wink gezeigt hat, ja, hast du gut getroffen mit deiner Vermutung und von daher werde ich das auch nicht weiter verfolgen. So, dann habe ich noch gelesen, also echt, ich war wirklich produktiv diesen Monat. Ich bin echt erstaunt. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Ne? So, auf jeden Fall habe ich weitergelesen Frostglut, der vierte Teil der Mythos Academy von Jennifer S. Stepp. Den habe ich mir auch diesen Monat erst gekauft und ich war mir nicht sicher, ob ich es jetzt eigentlich noch hinkriege, aber irgendwie hatte mich nach Timeless, nachdem ich so war, dachte ich, okay, ich brauche jetzt irgendwas Vertrautes, irgendwas Tolles. Und die Marie, die ja auch so ein riesengroßer Fan dieser Reihe ist, meinte, das wäre ihr Lieblingsband und da war ich natürlich total gespannt drauf und ja, gelesen und er hat mir auch gut gefallen, aber ich fand nach dem dritten Teil, der halt echt für mich richtig boah war. Also für mich hatte der dritte Teil echt alles, was ich darin gebraucht habe. Er hat sehr, sehr, sehr gute 4 Sterne von mir bekommen, wirklich knapp an den 5 vorbei. Hat der mich leider ein bisschen enttäuscht, folglich auch nur 3 Sterne bekommen. Sehr gute 3 Sterne, aber nicht genug 3 Sterne, um halt an die 4 zu kratzen. Also dafür waren die anderen teilweise, also der zweite und dritte waren meiner Meinung nach einfach besser, weil da mehr passiert ist, mehr Action drin vorkam. Und hier ist halt, ja gut, also es gibt schon einen Action-Teil, der aber relativ spät erst passiert und vorher ist halt alles so, ja. Da passiert schon was, aber es ist jetzt halt nicht so krass spannend, dass man jetzt halt so davor sitzt und das so inhaliert und ja, dass man halt einfach total gefesselt ist. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Folglich hat es halt einen Stern weniger bekommen als die beiden Vorgänger. Trotzdem werde ich die Reihe weiterverfolgen, weil ich auf jeden Fall wissen will, wie es mit Gwen weitergeht. Und das Ende davon hat mir halt nicht so gut gefallen, weil ich dachte, das war jetzt halt so klischeehaft, dessen sich die Bücher vorher noch nicht so bedient hatten von diesem Klischee, von diesem romantischen Beziehungsklischee. Und dann dachte ich so, schade eigentlich, schade, weil die Reihe das vorher nicht gebraucht hat und jetzt muss sie darin abdriften. Aber gut, ich werde wie gesagt weiterlesen, denn im Oktober kommt ja dann auch letztendlich der 6. und letzte Band raus und dann möchte ich den relativ zeitnah dann halt auch lesen und die Reihe beenden. Und ja, das habe ich auf jeden Fall auch noch diesen Monat gelesen. Und kommen wir zum im Prinzip letzten, also für den Moment, wo ich dieses Video drehe, letzten Buch. Aber der Monat ist, weil ich ja vordrehe, weil ich im Urlaub bin, ist ja noch nicht zu Ende. Deswegen, ach egal, ich fange einfach an. Und zwar habe ich gelesen Susanna, der vierte Band der Reihe, auch Geister lieben süße Rache von Meg Cabot. Und ich bin ja totaler Fan jetzt von der Reihe geworden. Ich habe die ja auch, weiß gar nicht, im Mai angefangen, Mai oder Juni. Ich bin jetzt schon beim vierten Band. Ich liebe die Reihe, ich liebe Susanna. Der dritte Teil hatte mich ja so ein bisschen zurückgeworfen. Ich fand, der hatte echt ein bisschen geschwächelt gegenüber dem ersten und zweiten. Dafür hat der vierte Band alles rausgehauen. Oh mein Gott, ich bin echt, also der hat
richtig, richtig gute 4 Sterne bekommen. Also wirklich ganz, ganz knapp an den 5 vorbei, weil es halt einfach nur 280 Seiten hat. Und ja, aber es ist so lustig. Also ich meiner Meinung nach der lustigste Band aus dieser ganzen Reihe. Ich habe so laut aufgelacht. Das trifft so meinen Humor. Und auch von der Liebesgeschichte her gesehen. Und wir erfahren so viel über Jessie. Und ich liebe Jessie einfach. Und ja, Susanna und Jessie, die sind einfach grandios zusammen. Und die Geschichte war total toll. Ich bin nur so da durchgeflogen. Ich habe es so schnell durchgehabt. Und ich fand es einfach nur herrlich. Einfach wundervoll. Mein Lieblingsband auf jeden Fall aus der Reihe. Und absolut zu empfehlen. Ich habe es so genossen. Und wirklich, der Humor ist einfach göttlich. Und ja, nach dem dritten Teil, der ja so lala war. Also er war immer noch gut, aber halt nicht so gut wie die ersten beiden, hat der auf jeden Fall nochmal so ein Statement gesetzt. Und ja, ich bin total im Fieber und hab's total. Oh, ich war total glückselig. Und dann hörte das hier halt auch so mit einem Moment auf. So ein richtiger, also nicht direkt Cliffhanger, aber so ein Cut, wo du dachtest, oh, jetzt muss ich aber weiterlesen. Und folglich habe ich mir den 5. Band geschnappt. Und ihr seht, hier ist nämlich ein Lesezeichen drin. Und zu dem Zeitpunkt, da ich dieses Video drehe, habe ich das Buch halt nicht beendet. Ich zeige es trotzdem hier in dem Monatsrückblick, weil, wie gesagt, der Monat noch ein paar Tage hat und ich nicht weiß, ob ich es nicht vielleicht doch diesen Monat noch lese. Und auf jeden Fall habe ich euch dieses Buch gezeigt. Möglicherweise seht ihr es dann im Monatsrückblick von September, vielleicht nochmal, vielleicht nicht, wie gesagt, ne? Ja, auf jeden Fall lese ich das jetzt, weil der 4. so aufgehört hat, dass ich dachte, ah, komm, das muss ich jetzt lesen. Und ich denke, den 6. werde ich dann auch noch hinterher schieben. Und dann habe ich leider die Reihe auch schon beendet, weil ich wirklich sagen muss, mir sind die Charaktere so ans Herz gewachsen. Ich finde den Stil so toll. Es macht so gute Laune. Es ist einfach eine absolute Empfehlung. Zum ersten Teil gibt es auf meinem Kanal auch eine Buchvorstellung, die ihr in der Infobox finden werdet. Und schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Es geht ja hier um Geister und Susanna, die sozusagen eine, ja, Geistermittlerin ist, die dafür sorgen muss, dass die Geister, die sie trifft und die ihr begegnen, noch ja sozusagen ins Jenseits hinüber begleitet bzw. noch Aufgaben erledigt, die sie vor ihrem Tod nicht mehr erledigen konnten. Und ja, dabei trifft sie halt auch auf einen Geisterjungen namens Jesse, der schon 150 Jahre tot ist und dummerweise in ihrem Zimmer lebt. Und ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ich liebe, liebe, liebe die Reihe und ja, mal gucken, ob ich das diesen Monat noch fertig bekomme. Auf jeden Fall habe ich es hier in diesem Video gezeigt. So, das war's von mir und diesem Video. Das war's vom Monat August. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es am Ende des Monats noch so rausreiße. Da habe ich relativ viel gelesen. Ja, zu leiden davon, dass ich eigentlich hätte was für die Uni machen müssen. Ja, gut, jetzt kommen erstmal 2 Wochen Urlaub. Ich habe sehr, sehr viele Bücher mitgenommen. Ich bin gespannt, wie viel davon ich schaffen werde. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr welche von den Büchern gelesen habt, die ihr jetzt hier in dem Video gesehen habt oder ob ihr irgendwas dazu zu sagen habt und wie viele Bücher ihr in diesem Monat gelesen habt, beziehungsweise welche. Vielleicht erfahre ich da von euch noch ein paar Geheimtipps. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich und ich wünsche euch einen wunderschönen Monat September und tschüss und bis zum nächsten Mal.